Es war Nachmittag und die Sonne schien, als das Telefon klingelte. Am anderen Ende war ein lieber Freund, der fragte, ob wir nicht gemeinsam einen Lost Place besichtigen wollen. Ein Hotel sollte es diesmal sein. Und ob wir das wollten. Also hinein in die gute Stube. Aufgeräumt schaut es hier aus. Fast schon erwarte ich die Empfangsdame, die uns nach der Reservierung fragt. Und alle, die jetzt vielleicht bezweifeln, dass dieses Hotel wirklich aufgegeben wurde, weil es noch so unberührt aussieht, wartet es ab. Was sich wohl hinter diesem Buntglasfenster verbirgt? Ah, die Gaststube. Dann nichts wie herein. Und tja, was soll ich sagen? Mir fällt hier nur ein Wort ein. Rustikal. Oder seht ihr das anders? Was sich in dieser Truhe befindet, zeige ich euch jetzt mal anhand der kleinen Schwester. Nix. Und wo schon die bunten Fenster Szenen der Jagd nachstellen, findet man doch bestimmt noch mehr dazu passendes Inventar. Und? Bingo! Ihr glaubt, der Jäger sei ein Sünder, weil selten er zur Kirche geht. Im grünen Wald ein Blick zum Himmel ist besser als ein Falschgebet. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Was zum Teufel? Wer hat dem Hasen denn ein Geweih aufgesetzt? Ein Blick auf Wikipedia genügt. Es ist ein sogenannter Rasselbock, ein Fabelwesen, welches man häufig in einer Jägerklause antrifft. Jo, wieder was gelernt. Die Kutscherstube scheint auf den nächsten Stammtisch zu warten. Und eigentlich fehlt zum Wohlfühlen nur noch ein leckeres Bierchen. Die Postschenke ist zwar leer, aber man kann sie sich doch ziemlich gut mit Einrichtungen und Gästen vorstellen. Selbiges gilt übrigens auch für das Köhlerstübchen. Nur, dass wir hier von einem persönlichen Empfangskomitee begrüßt werden. Nachdem hier jetzt noch alles so sauber und ordentlich ausschaut, bin ich mal auf die Küche gespannt. Hier werde ich auch nicht enttäuscht. Die sieht sauberer aus als in so manchem Restaurant, welches aktuell geöffnet hat. Leider weiß ich nicht, wann hier das letzte Jägerschnitzel über die Theke gegangen ist. Aber es bedarf echt nicht viel, dass hier der Betrieb wieder aufgenommen werden könnte. Wenn da bloß nicht die obere Etage wäre. Hier unten haben wir jetzt alles gesehen, also ab nach oben. Und damit ihr einen Eindruck von der Größe habt,
katapultieren wir uns einmal durch den Flur. Wir schauen uns übrigens nur einige Zimmer an, damit es nicht zu langweilig wird. Die Einrichtung würde ich übrigens irgendwo in den 90ern einordnen. Aber natürlich kann ich mich auch täuschen. Was meint ihr denn? Das Badezimmer ist aber auf jeden Fall älter. Und wenn man sich hier einen Urlaub bis jetzt noch vorstellen könnte, das Zimmer Nummer 11 gibt schon mal einen Vorgeschmack auf das, was da noch kommt. So sieht es aus, wenn Wasser durch das Dach in das Gebäude eindringt. Und es gibt noch ein weiteres Stockwerk. Nee, raus wollen wir noch nicht, sondern hoch. Und dahin geht's jetzt auch. Trostlos hängt die Tapete von der Decke. Aber Sonja hat ein Zimmer entdeckt, welches ich mir unbedingt anschauen soll. Auf dem ersten Blick ähnelt der Raum dem Zimmer Nummer 11 von unten. Doch auf dem zweiten Blick sieht man, dass der Verfall hier deutlich heftiger eingesetzt hat. Auf dem Teppichboden breiten sich feuchtigkeitsbedingt schon Moose aus. Doch was wir in der Zimmerecke entdeckt haben, haben wir sonst an noch keinem weiteren verlorenen Ort gesehen. Und irgendwie muss ich jetzt wieder an das Jägerschnitzel denken, zu dem die Pilze bestimmt gut passen. Nicht! Was uns jetzt noch fehlt, ist ein Besuch im Keller. Hier waren die Toiletten für die Restaurantbesucher und noch einige Lager und Kühlräume. Ah ja, Kalbsbraten mit Spargel und zum Glück ohne Pilze. In der Garage finden wir noch einen fein säuberlich abgedeckten BMW. Und damit der nicht noch weiter einstaubt, schließen wir das Garagentor und haben jetzt noch eine Ankündigung in eigener Sache für euch.
Bedingt durch die Ukraine-Krise und den explodierenden Spritpreisen haben wir uns entschlossen, eine Kanalmitgliedschaft ins Leben zu rufen. Wer möchte und kann, und auch bitte nur dann, kann uns ein bisschen auf unseren Touren unterstützen. Als Dankeschön bekommt ihr Material von unseren Touren in Form von 1 bis 2 Videos im Monat. Auch Livestreams mit unseren Mitgliedern sind angedacht. Das erste Video ist übrigens auch schon online. Neben einem verlassenen Häuschen statten wir einer Herde freilaufender Wildpferde einen Besuch ab. Und das mitten in Deutschland. Werde Rattenfänger und entscheide dich für eine Kanalmitgliedschaft. Vielen lieben Dank.